Warum rennen Sie denn so? Wo müssen wir überhaupt hin? Zu Spinola. Seine kleine Nichte scheint an Diphtherie erkrankt zu sein. Beeilen Sie sich. Oder wollen Sie, dass noch ein Kind erstickt? Ich werde Ihnen zeigen, wie man einen richtigen Luftröhrenschnitt macht. Ach, Sie können das? Natürlich nur bei der Nichte von Direktor Spinola. Aber den armen Schlucker auf der Kinderstation lassen Sie ersticken. Ich muss sagen, Sie haben Mut, mir solche Frechheiten ins Gesicht zu sagen. Immer noch der kleine Trotzkopf von früher, wie? Genau wie damals haben Sie weder Mitgefühl noch Takt. Glauben Sie mir, als Arzt muss man über eine gewisse Härte verfügen. Nicht nur gegenüber den Patienten, auch gegenüber sich selbst. Von Takt und Mitgefühl können sich die Kranken nichts kaufen. Und aus solch zivilen Schwärmern wie diesem Tischendorf wird kein guter Arzt werden. Immerhin hat der zivile Schwärmer den Eingriff überhaupt gewagt, während sich seine Kommilitonen gedrückt haben. Stimmt, die waren feige. Aber Sie haben Schneid. Sie hätten das Zeug zu einem guten Arzt, wenn Sie ein Mann wären. Ich hätte auch als Frau das Zeug dazu.